So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Poco MMO. Ich bin immer noch geflasht vom letzten Kampf aus der letzten Folge. Du auch? Ich bin... geflasht. Ich bin dein Vater. Achso, okay. Wusste ich noch nicht. Ja. Wir sagen, wir gehen so einfach zurück. Oh, genau, geschafft, komm. Ohne ein Pokémon zu begegnen. Das ist doch mal was wert. Genau, sogar beide, ja. Oh, wie hoch war die Chance? Das dürfen wir nicht sagen, das ist so geheim, ja. Die Antwort ist 42. Geheim Information. Ach, jetzt hab ich endlich Pokémon Geld. Sind, es läuft wieder. Sind, was? Wieso gehst du da rein? Ja, ich hab noch 3 HP. Meine Pokémon haben irgendwie voll Leben. Hä, hey, du hast doch gerade gekämpft, aus, oder nicht? Aus irgendeinem Grund haben sie voll Leben. Hä? Okay, ich habe gar nicht nachgeguckt. Es könnte eventuell ein Bug sein, aber ich habe auf jeden Fall voll Leben. Keine Ahnung, ich würde mir jetzt Tränke kaufen. So. Cooles Menü eigentlich, toll. Ich kann mir nicht mal einleisten. Seit wann kosten Tränke 150? Das Wucher. Hä? Da steht aktuelle Anzahl 99. Ich habe doch nicht 99 Tränke. Ach so. Hä? Gut, ich bin mal etwas unten, ja? Wie etwas unten? Ich muss ganz kurz was machen. Du musst was machen? Ja, mein Make etwas hochtrainieren. Dann lass es im Wald machen. Das mache ich sofort, weil... Ist jetzt blöd, wenn wir jetzt die ganze Folge da unten leveln oder so. Ich weiß. Er hat meinen Mickey, du rüttet... Er wird mein Dings getöten, ne? Okay, ich geh schon mal Richtung Wald. Ja, okay. Er ist tot. Ich spreche mal mit dem alten Sack hier. Meine Milch ist anscheinend zu schwach irgendwie. Ach, der alte Sack hat seinen Kaffee schon bekommen. Also wir mussten uns gar nicht darum kümmern, das ist hier schon vorgefertigt quasi. Ja. Naja, so ist das halt. Ja. Lalalala. Ich find's immer so richtig cool, so neue größere Projekte zu starten. Genau. Dann bin ich immer in Aufbruchsstimmung. Genau. So, ich bin ganz kurz hier bei dieser alten Dame hier. Mhm. Sie soll mal meine Gefangenen, meine Sklaven kurz mal hier healen und so. Genau. Vor allem, was so alles noch auf uns wartet. Nicht nur die Kanto-Region, wir machen auch noch die Höhenregion. Da freue ich mich ja genau. Schon persönlich sehr drauf. Genau. Offiziell heißt es dann die Staffel Number 2, ne? Also ungefähr. So ungefähr muss es dann heißen. So, oh, ich bin jetzt schon fertig. Irgendwie kann ich mich immer noch nicht daran gewöhnen, dass es so schnell läuft, ne? Nicht wie in normalen Games. Ja. Dass erstmal die Pokébälle liegt und dann kommt so ein Geräusch wie Pum, 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 Pum. Ich habe übrigens noch gar kein Pokémon gefangen. Wo bist du denn? Im Wald. Was ist Wald für dich? Ja, der Vertania-Wald. Komm, ich back nicht hier rum. Ah, okay. Ah, bist schon da. Ja, ich glaube, das Raupi fange ich mir jetzt auch mal. Ich habe irgendwie noch keine gefangen bisher. Das Raupi fange ich mir jetzt. Sei meine Sklave. So, sei mein Sklave. Aber bei mir natürlich bewegt er sich der Ball. Der macht noch. Hier kommen noch keine Geräusche, das finde ich blöd. Ich glaube, das ist so ein Bug. Keine Ahnung warum. Ich habe das Gefühl, Dings ist echt schwer, hier mit Shigi zu zocken, ja? Shigi? Oh. Also weil hier irgendwelche Käfer-Pokémon vorbeikommen, weißt du? Ja, Käfer ist egal, solange es keine Pflanzen sind, Pflanzen-Pokémon. Oh. Hornliu. Oh, der eine hat hier keine Pokébälle mehr, okay. Das Lustige ist, in den Editionen war ja immer aufgeteilt, welche Pokémon du wo finden konntest. Konntest du in der einen Edition diese finden, in der anderen diese und hier hast du eben alles auf einem Haufen. Ja. Das finde ich ganz gut eigentlich. Ja, das ist auf jeden Fall. Und eine Hornliu. Jo, das habe ich gleich auch. Dann habe ich schon 2. Wir wollen natürlich den Pokédex vervollständigen, das ist ja auch so ein kleines Ziel hier. Hat der Professor Aisch uns ja auch gesagt, ne? Stärke 1, Fußkick, hä? Und da wollen wir natürlich auch drauf hören. Los! Hä, wieso hat der Stärke 1 mein Dings? Voll merkwürdig. Was? Oh, Alter. Wie der Text da verpackt. Oh, was denn? Der Text packt irgendwie zwischendurch mal über dem Overlay und dann passt das gar nicht mehr zusammen. Ich sollte mal mit meinem Shigi ganz tauschen, bevor mein Makey mal down geht. Er ist etwas zu schwach.
Vielleicht lasse ich den auch irgendwie liegen oder so. Ich dachte mir, er wäre etwas stärker. Oh, ich habe einen Tank gefunden, nice. Hast du das? Ja, im Wald. Ich glaube, ich weiß auch, wo du bist, dann. Ah, du bist ja direkt links. Nee, das bist du gar nicht. Nee, nee, ich bin rechts. Links konntest du einen Pokéball finden. Was hast du mal für ein Dings-Pokémon? Lisasam, ne? Stimmt. Ja. Ja, so. Weil das cool ist, es hat mich jetzt einfach richtig gepusht. Dieser Überkampf hat mich einfach richtig gepusht. Gepusht. Und mein Mankey? Ja, Level 3. Dein Mankey hat dich auch gepusht? Hör ich doch nie. Ich darf, lol, ich darf kein Pokémon wechseln oder was? Normalerweise kann man doch, wenn der Trainer ein Pokémon einsetzen will, kann man ja wieder zurücktauschen, ne? Ja, wie aber hier geht es anscheinend nicht. Ja, zum Beispiel, wenn da dann kommt, steht da so zum Beispiel, der Trainer will hier Raupi einsetzen, möchtest du Ach so, Pokémon wechseln? Bist du schon am Trainer? Ja. Ja, ich dachte, wir machen das zusammen. Ich bin jetzt extra so nicht hingegangen. Ich dachte, du sammelst erst den Pokéball hinten ein. Ach so. Lol, er rastet richtig aus. Ja, da musst du doch einstellen, ob du auf Wechsel oder auf Folge hast. Wie? Kannst du auch, musst du irgendwo einstellen. War damals auch immer so. Konntest du auf Wechsel und auf Folge einstellen. Ich hab's mal auf Folge gehabt. Ja, je nachdem, wenn ich gelevelt habe, auf Wechsel. So. Warte. Ja, ist das unter Gameplay? Weiß nicht genau, wie das hier ist. Ach, die gute alte Musik. Eigene Benutzername anzeigen, ja, das würde ich mal einfach machen. Ich hab hier diese ganze alles Rennen und umschalten mit Tastendruck. Die gute alte Fighting-Musik. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Was steht da alles hier? Chat. Störung. Ton. Und Video. So, gegen Hornio zu kämpfen ist jetzt für mich nicht ganz so gut als Pflanzenwesen. Na egal, scheiß drauf. Bam. Alter, ich zerstöre den ja richtig. Okay. Ich weiß, der ist auch easy, aber für meinen Mickey ist der zu schwer. Hier ist auch voll die falsche Animation bei Giftstachel einfach. Das ist einfach diese Kratzer-Animation. Ja. Das ist kleine Bugs so, mehr oder weniger, ne? Ja, das kann man aber akzeptieren eigentlich, glaube ich. Ja, das stimmt. So. Wie heißt der denn? Käfersammler Oi Subis oder so heißt der. Ja, die Namen sind manchmal auch echt nice. Ich finde schade, dass die Johto-Region hier nicht drin haben, aber vielleicht adden die das irgendwann mal und dann kommt natürlich auch noch das irgendwann mal, wenn es denn hinzugefügt werden sollte. Das stimmt. Bam. So, mein Shigi macht jetzt down alles und so, ne? So. Boah, was war das denn? Hat er voll viel Damage gemacht, oder was? Ich weiß echt noch nicht, welche Teammates ich so haben sollte. Welche Pokémon. Das ist hier Aquaknarre. Mal gucken, wie viel Damage der macht. So, Schneegesicht, Alter. Bam. Ach, Schneegesicht? Ein Volltreffer. One Hit. Hast du gerade Schneegesicht gesagt? Ja. Okay. Eusebius. Eusebius. Kämpft gegen den YouTuber. Wechsel mal zurück zu Mankey, so. Finde ich blöd, dass die Tränke so teuer sind. So, auf einmal, dass er nicht stirbt oder so. Oh, okay, er wurde aber vergiftet am Arsch, Alter. Hä? Scheiße. Hä? Mein Mankey wurde vergiftet. Wo ist der Sinn? Er schickt sein Hornlio raus, also ganz normal, zum Kampfstart. Ich greife ihn einmal an und er wechselt mit einem anderen Hornlio aus. Hä? Jetzt macht er es nochmal. Hä? Mein Shigi ist auch vergiftet. Wo ist der Sinn? Der ist ja total behindert. Ey, ich bin am Arsch, Junge. Mein Shigi ist vergiftet. Das ist wirklich schlecht. Da müsstest du zur netten Tante gehen. Zur rosa Tante. Ich bin aber gleich auch am Arsch, weil ich keine Tränke mehr habe. Scheiße. Das ist nicht so einfach, Jungs. Ja, das ist nicht so einfach wie aus den alten Editionen. Na, Kokuna ist ja easy, ne? Ja, das dachtest du, bevor du One-Hitted wurdest, ne? Ja, doch nicht von einem Kokuna, der kann doch nur Härtner. Ja, ich kann nicht mal wechseln, alter Schwede. Komm, jetzt Kokuna jetzt. Ja, bei mir hat er ganz ausgewechselt, total behindert. Keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Der ist halt crazy Typ, Alter. Aber das hat mir eben den Vorteil gegeben, dass ich den Kampf noch gewinnen kann. Ich hab einen One-Hitted. Mein Shigi hat ein Level-Up. Jetzt tauscht er schon wieder aus irgendwelchen Gründen. Frag mich nicht, was mit dem Eusebius los ist. Vielleicht ist es ja auch ein YouTuber. Keine Ahnung. Oder vorne ist ein Pokéball. So, ich habe den Kampf definitiv gewonnen. Weil er jetzt nur noch Kokuna hat und das auch fast tot ist. Bam. Das hier.
Oh, ich habe Gegengift gefunden. Ich bin glücklich. Was ein Lacker. Benutzen. Ich habe jetzt aber ein Problem. Ich habe noch 7 HP und keinen Trank. Okay. Ey, das ist mein Pokéball, nehme ich nicht. Gegen Gift. Da ist doch nichts, Alter. Bist du bescheuert jetzt oder ist, was? Jetzt ist doch nichts mehr. Geh wir mal außen rum. Ich will nicht gegen den fighten. Ich kann nicht fighten, Alter. Ich muss ins Pokécenter. Aber ich will da auch nicht hinlaufen. Ja. Egal. Wenn wir sterben, sterben wir. Und dann werden wir teleportiert. Okay. Ah, guck mal, er guckt dich an, jetzt guckt er mich an. Ja, ja, der muss einfach gegen 2 gleichzeitig kämpfen. Genau. Boah, was? Wir sind hier fast wie Rocket Team, ne? Ja, genau, 2 vs 1. So. Käfersammler Emil. Ich hab echt Rocky. Keine nice. Kosmetik. Ich hab nur noch ein Gegengift, ey, Mist. So. Hau ich mal Egelsamen drauf. Ich nehme die Energie von meinem Gegner. So, also Raupe Level 7 war nicht richtig schon mal jetzt. Pass mal auf, ich habe eine Idee. Ach, oh, come on, ey, das gibt's doch nicht. Vor allem, ich habe noch einen Bug entdeckt. Gerade, ich habe 7 von 33 HP. Da war die Leiste gerade grün. Jetzt habe ich was abgezogen bekommen. Wieder dazu bekommen. Und jetzt habe ich wieder 7 von 33. Aber jetzt ist die Leiste rot. Ja, normal, ne? Nein, eigentlich nicht. Wenn sie vorher grün war bei 7 und jetzt rot bei 7, das finde ich nicht ganz so normal. Ja, bei rot darfst du nicht fahren, ist so richtig. Was? So richtig. Okay. So. Nein, ich kann nämlich gar nicht zerstören, weil ich jetzt immer bei 7 stehen werde. Außer der landet ein Volltreffer. Was für ein Glück, dass ich gerade ohne Pokémon-Treffer hier durchgegangen bin. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Hacker. Ich fühle mich genauso ein Scheiße! Hacker. Oh, ich habe sogar einen Volltreffer überlebt, was? Der Sound laggt immer, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Also ich spüre das nicht unbedingt. Ja, aber du hörst es ja sondern nicht. Aber es liegt bei mir beim Headset. Ah, okay. Na gut. Moin, so. Shitty Headset. Oh, noch ein Pokémon. Diese Hornlios, ne, das wollen mir voll auf den Sack gehen heute, ich verstehe die nicht. Eigentlich total unwahrscheinlich, dass ich diesen Kampf gewinnen werde. Also von Anfang war es sehr unwahrscheinlich und jetzt gewinne ich ihn auch noch einfach fast. Ja. Das Problem ist, ganz am Ende habe ich noch in Erinnerung, dass es eine stärkere Kämpfer da war. Okay. Also, dass sie am Ende verkacken, wäre echt lustig. Okay, ja. Jetzt habe ich 3 HP. Ich glaube, ich muss zum Pokécenter. Okay. Bring mir ein paar Pokébälle mit. Ich meine, Tränke. Ja, klar. Weißt du, das sollten wir gleich mal ausprobieren, ob das mit Kappen-Themen hier austauschen und so, ne? Mhm. Ich laufe jetzt einfach mal zurück und versuche immer zu flüchten, wenn ich auf Pokémon treffe. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob das Nachteile mit sich zieht, wenn ich sterbe. Ach, ich verliere Geld, ne? Oh, Safcon, geil. Safcon gibt viel XP. Ja. 8. Genau, Geld will ich jetzt eigentlich nicht verlieren. Nice. Oh, Blubber. Und es ist wieder soweit. Blubber. Was, verlerne ich denn? Innet des Gegners wird gesenkt. Stärke 40. Das ist ja das gleiche eigentlich. Lalala. Bodenschlag, Tickel. Ob ich das ersetzen soll, ich weiß es nicht. Ist eigentlich das gleiche. Was denn? Ich ersetze einfach mal, weil das, glaube ich, extra Effekt hat. Ich ersetze Aquaknarrem durch Blubber, ja? Achso, also Blubber hast du weggemacht? Nö, ich habe Aquaknarrem weggemacht. Warum Aquaknarrem? Aquaknarrem stärker als Blubber? Nee, doch. Nicht. Hä, nein? Nee, hier. Nein, hier ist 40 zu 40 Power, habe ich gesehen. Lol. Komisch. Naja, heilen wir uns. Lalala. Deine Pokémon sind topfit. Raupi und so lege ich mal ab jetzt. Ich heile meine Pokémon durch Level Up. Lol. Global Trade Link. Was denn? Es gibt am PC irgendwie so ein Global Trade Dingen. Kann ich die einfach so ziehen? Lol, man kann die einfach so ziehen aus dem Team raus. Mit der Maus. Hey. Nice. So. Ist ein Pokéball. Mal gucken, was da drin ist. Hör mal, dass da ein Trank oder so drin ist. Ja, Alter. Mein Retter. Dein Bank Retter? Benutzen. Ja. Okay, so. Manchmal ist es wirklich sehr verbuggt. Was? Ja, okay, ist aber in Ordnung so. Ja. So, zack. Zwei Tränke, bam. So. Also mir steht das nicht unbedingt so. So, ich bin jetzt bei dem letzten Trainer, ja? Hey, warte, warum die Eile?
Er rastet richtig aus. Ja, ja, ich will ja durchmachen, ne? Das Problem ist, ich hab nur einen Teammate, mit dem ich kämpfe. Weil ich noch keinen ordentlichen, keine ordentlichen Pokémon gefunden habe, mit denen ich gerne kämpfen möchte. Only Level 9, den hau ich easy weg jetzt. Guck zu und lerne, mein Friend. Kann ich nicht. Was? Das ist nicht im Bereich des Möglichen. Jetzt... Okay, wie du meinst. So, Blubber. Nochmal. Zack. Lalalala. Ich hab den tootet, ja? Easy going. Easy. Nochmal Level Up hier. Ding. Gut. Diesmal laufe ich außen. Ich bin OP, welche Level bist du gerade nicht? Also dein Starter? Ich glaube 12. Ja, Level 12. Oh, voll OP hier. Ich bin schon Level 14. Ja, rastet aus. Rastet aus. So. Aber ja klar, dass ein Pokémon kommt. Kann ich den One-Hitten? So. Level 4? Könnte passieren. Pokémon Center, nice. Ich kann ja, solange du ja irgendwie da campst, ja mein Pokémon trainieren, ja? Ja, kannst du wohl machen. Obwohl, das wird sehr schwierig gleich, ne? Warum? Weil mein Make echt schwächt ist. Dann würde ich empfehlen, erst ins Poké-Center zu verreisen und da zu bleiben. Ich glaube, ich packe meine Make einfach mal in Box oder so. Ich glaube, er ist mir einfach ein bisschen zu schwach. Jo. Oh, lol. Auf einmal ist das... Auf Englisch, okay. Hä? Okay. Okay. Da war mal jetzt rüber, oder wie? Ah, okay. Wurde ja rübergezogen. Level 4. Übersicht. Oh. KP 18. 131%. Oh, das sind Sachen, die man normalerweise nicht sieht. Nice. Das hier, KP, Efe. Ah, okay. Efes. EVs, ja. EVs sind Werteverbesserungen, die man durch gewonnene Kämpfe oder Vitamine erhält. Naja. Nice. Dann kann man, glaube ich, in den neuen Pokémon-Teilen auch sehen, finde ich eigentlich voll kacke. Weil es eigentlich immer so, weiß ich nicht, das war so ein, immer so ein geheimes, cooles Ding. Und jetzt ist es total offensichtlich, das finde ich irgendwie blöd. Naja, also TVs finde ich schon nice. Ja, ja, die EVs schon, ja, das finde ich nice, aber. Aber die konntest du ja auch irgendwie anders rausfinden. Ja, das ist immer etwas alles so. Aber die EVs finde ich blöd, dass sie das zeigen. Ja, so. Jetzt habe ich gar kein Pokémon, jetzt brauche ich ein neues Pokémon, ja? Wer soll denn mein Haus noch putzen? Ganz ehrlich. Genau. So, was hol ich mir denn? Ach, deswegen hast du ja auch Shiggy genommen. Genau. Ach so. Ja. Klug gedacht. Der hat einfach nur Saftkons. Ich weiß. Das ist gut Saftkons zum Leveln. Echt, ich weiß. Saftkon ist immer der am meisten EP gibt. Jo. Manchmal können die Kämpfe auch langwierig werden, aber who cares? Zum Beispiel Safcon vs. Safcon, ne? Ja, genau. Genau, das und dann, ist... Und dann können beide keinen Tickel. Ja, alle nur Härtner. Das könnte ein sehr langer Kampf werden. Boah, hier gibt es hier gar nichts Spezielles oder so. Ein Raupi hat er wohl auch noch, aber das wird ihm auch nicht so viel bringen. Das zertackle ich auch einfach. Hast du einen Raupi eigentlich gefangen? Ja, direkt am Anfang habe ich beide gefangen. Ah, okay. Bam! Tot. Der Sieg ist in meiner Tasche. Ich würde den umbringen. Oh, Schlafpuder will er erlernen. Das ist nice. Das ist schon nice, ja. Da verlerne ich mal Heuler. So, zack. Na, fast hätte es geklappt. Ach, jetzt will er auch noch Giftpuder lernen, stimmt. Giftpuder ist auch nice, aber ich will Egelsamen nicht verlernen. Muss ich aber. Es tut mir leid, Egelsamen. Ich möchte Giftpuder haben. Direkt mal einsetzen, einfach aus Spaß. Okay. Ich lass dich vergiften, Safcon. Und er benutzt immer noch Härtner, das hilft dir aber nicht gegen Gift. Okay. Hä? Safcon ist jetzt online, stand da. Hä? Hä? Er setzt Härtner ein und da steht Safcon ist jetzt online. Der war anscheinend im Brain AFK sozusagen. Ich hab der war richtig Brain AFK. Hat sich einfach im Chat verschrieben.
Ich wette, da sitzen einfach irgendwelche Leute dahinter, die arbeiten und die, alles, was die Pokémon machen, das schreiben die einfach in den Chat quasi. Okay. So, du weißt, nö, wir haben eine Überlänge, weil du ja... Ja, weil ich noch durch den Wald rasen muss. Das ist quasi eine Sinfonie für euch alle, weil wir jetzt kleine Überlänge haben. Obwohl, wir sind eigentlich noch gar nicht drüber. Volltreffer. Nö, nee, keine Ahnung. Also ich wäre für 20 Minuten. Ja, klar. Damit du hier nicht zu spät bist, ne? Nö, weil ich immer 20 Minuten mach so. Ja, alles gut, so. Wir sind frei, ja? Wer ist frei? Wir sind sehr frei, also frei. Wir genießen unsere Freiheit. Naja, so zwischen 15 und 20 machen wir so. Mach einmal 5 und einmal 70. Genau, zwischen 5 und 70. Also die nächste Folge wird 5 Minuten lang sein, die übernächste dann 70. Also wie man es einfach gewohnt ist. Ja, und heute haben wir eine Überlänge von 3 Stunden. Ja, heute machen wir 3 Stunden. heute mal dezente Überlänge. So, jetzt würde ich ungern noch... Alter, diese Taubse hier. Ich geh jetzt mal flüchten. Ich will jetzt nicht hier alle 5 Minuten... Sekunden. Bin ich jetzt schneller? Bin ich schneller hier überlegen? Ja, jetzt kommt hier das zweite Feld ein Pokémon. Ei. Da hat übrigens jemand einen Pikachu schon gefangen. Was? Da bin ich ja ein bisschen neidisch. Ja, kann man eigentlich auch machen, aber... Pikachu ist immer so ein Ding, weißt du? Ein bisschen selten. Ja, selten, aber schlecht. So. Also. Ich würde es mir jetzt auch nicht ins Team holen. Eigentlich. Ja. Genau. Geh einfach mal ins Gras und dann kommt direkt ein Pokémon. Einfach so. Ja. Einfach so Wahrscheinlichkeit 100%. Wenn du aufs Gras läufst. Ist ganz normal. Fokus spielen und dann nochmal. Bist du bald da, oder? Ja, da müsste nur noch ein Trainer kommen. Beim Raupi tot. Alles klar. Meine Tokus sind wieder Top-Fitch, ja. War da links nicht ein Geheim-Item? Geheim-Item, genau. Ich glaube, da war ein Geheim-Item. Meisterball. Oh, es deckt. Es deckt. Meisterball. Es deckt. Was? Ich hatte gerade voll die komische... Bugler. Okay. Es sah aus wie Internet-Lags oder eventuell was anderes, keine Ahnung. Strange. Jojo, aber scheiß drauf. Ich hab nur Ruckler durch mein Headset. Ich hab nur Ruckler durch mein Headset. Audio-Ruckler, also klingt vielleicht für viele von euch nicht normal, aber ich habe Audio-Ruckler. Danke mal an mein Logitech G930. Eigentlich ein gutes Headset, aber nicht im Alter. Ja. Ich bin seit 2 Minuten hier im hohen Gras und ich picke einfach keinen Pokémon. Okay, ja. Dann hast du genau das Gegenteil, was ich hier habe. Genau. Ja, ein geheimes Item, Trank gefunden. Hast du das auch genommen? Das ist beim Käfersammler beim letzten. Direkt links. Weiß. Meins rechts. Meins rechts. Nee, links war das. Ah, okay. Ja, da habe ich gar nicht geachtet. Der Typ macht im Eiskalt viel mehr Damage, habe ich das Gefühl. Er hackt. So. Ich bin Level 6, Alter. Was will der von mir? Subi, ich bin da. Hallo, ich sehe dich. Oh, mein Taubsi hat sogar Adlerauge, ja? Also, er verhindert sozusagen Genauigkeit fehlen und so. Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge zur Stadt und verabschieden uns erstmal hier. Ich warte noch. Wieso? Ich bin schon noch im Stadt. Ach, du warst schon in der Stadt? Ja. Okay, dann gehe ich jetzt auch rein. Ha. Ja. Spoiler. Totaler Spoiler. Ich gehe eben ins Pokécenter und dann komme ich runter zu dir. Oder du kannst in der Stadt kommen, ist eigentlich... Bist du schon in der Stadt? Ja, ich bin jetzt im Pokécenter. Ach so. Hast du mich übersehen gerade im Kampf? Nein. War dann links. Ich habe auf dich gewartet, aber da bin ich gegangen, weil du gesagt hast, dass du schon in der Stadt warst. Ach so. So, du kämpfst ja schon wieder. Der Typ will einfach nicht aufhören. Ja. Oh, der will mal in Initiative senken. So, Tackle. Zack. Störsound. Beep, beep, beep. Oh nein, noch ein kleines Tickchen. Moment. Noch ein Pokémon. Alter, was macht der da? Ich kann gleich auch weiter noch ein bisschen kämpfen. So, ganz kurz, ganz kurz. Ich hau mal noch diesen einen Radikal hier weg. Radikal? Ja, die sind eine Ratte hier. Radfratz. Genau. Ach, ich hab Radikal gesagt, ne, stimmt. Ja. Er macht eine Wuppenstart. Oh, da ist jemand. Ah, oh, guck mal. Was? Hat bestimmt gehackt. Der Typ mit dem Fahrrad. Nee, wieso? Also er ist wieder weg irgendwie bei mir. Er hat sich das Fahrrad gehackt. So, weg. So, Level up. Oh, ist wieder da. Er guckt sich einfach an, was wir machen.
Was? Er will mich zu einem Kampf herausgefordert. Oha. Pokémon Anzahl 6, Durchschnittslevel 47, Maximal Level 61. Genau, nehme ich an. Nehme ich an. Ich würde sagen, ich habe das jetzt abgelehnt und wir sehen uns dann irgendwann mal. Oh, Herausforderung. Sandy möchte es zum Einzelkampf herausgefordert. Wir sind auf jeden Fall sehr bekannt hier. Genau, wir sind richtig bekannt, direkt die YouTuber. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Du hast das Schlusswort. Ciao. Genau. Ich habe das Schlusswort. Wieso ich? Auf jeden Fall, ja, bedanken wir uns natürlich zum Schauen. Liked uns, wenn wir super waren. Liked uns nicht, wenn wir scheiße waren. Ne? Ganz offen gesagt. Ja. Tschüss. 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 Okay, das war's. Richtig behindert. Ich weiß. Wer ist dieser Sally X? Keine Ahnung, ey. Richtiger Idiot.